Jo, Hallöchen und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zum Let's Play von City Skylines. So, genau, wir erschließen hier gerade zum einen den neuen Teil und zum anderen habe ich mich ja diesem Stau da angenommen, der nicht so toll läuft, weil der da relativ früh schon hier reingeht. Das heißt, wenn ich die Abfahrt nach da vorne verlege, bekomme allerdings eine Ampelkreuzung. Und das möchte ich eigentlich auch nicht. Warum warten die da? Ach, die warten auf... das muss ich irgendwie ein kleines bisschen anders machen, weil, jo, läuft das nicht wirklich. Beidach, es fließt wieder, es fließt wieder. Bloß, wenn die nicht da alle ganz gleich links rüber wollten, dann funktioniert das noch ein bisschen besser. Das Problem ist halt, dass der ursprünglich relativ klein geplante Teil nur für die 2-3 Müllanlagen ist jetzt halt relativ, groß geworden. Sehr relativ groß. So. Ich glaube, ich mache das aber nochmal so, dass ich diese Ausfahrt, dass ich die ein bisschen länger gestalte. So. Zack. Und zack. Dass die Ausfahrt einfach ein bisschen länger ist. Genau. Dass sich das, wenn dann, nicht auf der Ausfahrt staut, sondern, also dass sich nicht auf der Autobahn staut, sondern wenn dann auf der Ausfahrt. Und da ist es dann. Ah, wobei, das ist auch wieder nicht gut. Wobei, doch, dann könnte ich, doch, das fließt so, das ist gut, das ist besser. Dann staut sie das nämlich hier und nicht auf der Autobahn. Das ist, Stauverlagerung, mehr ist es auch nicht. So, hier fließt das noch, das ist schön, es ist aber echt mehr geworden vom Verkehr. Das ist etwas, ungünstig. So, was hast du da für Probleme? Du habe Problem, das Kriminalität so. Da kommt so eine Streifewaage und lä... Dankeschön. Hab schon gedacht, du lädst sie nicht auf. Jo, habt ihr Besucher gehabt? 15. Naja, gut. Ich bin heute dafür verantwortlich, dass das Restaurant läuft. Das ist mir egal. Oh, einer! Der Jetski-Verleih... Also, das ist da, der Burner hier. Wie sieht's mit dem Budget aus? Ausgabennahverkehr. 9000 Einnahmen. 7000. Der Bus macht halt keinen Gewinn. Wie sieht's denn aus? Trip safe, die Zahl ist relativ hoch. Das gefällt mir von den Zahlen her. Das sieht auch gut aus, bis auf die Station da. Die war aber, glaube ich, schon die ganze Zeit etwas... da kommt schon der nächste Bus, okay. Und du da, du blaue Linie, du bist, naja... Ich würde sagen, alles in einem Rahmen, in dem man das so akzeptieren kann, wie das ist. Mal davon abgesehen, dass es verkehrstechnisch wieder so unglaublich viel wird, aber hey... Jo, da fahren wir unseren Busbahnhof, wo gerade 2-3 Leute stehen, weil er irgendwie ungünstig platziert ist, habe ich so das Gefühl. Aber kann nur so eine Vermutung sein. Jo, wir wollten uns um die Erschließung dieses Gebiets hier kümmern. So, das ist auch eigentlich voll schön. Da haben wir auch schon überall ausgewiesen. Die Nachfrage nach Gewerbe ist immer noch hoch. Bedeutet, ich zimmer theoretisch, da und nach hier und nach da. Wird es mal kein Bürogebiet, sondern das wird dieses Mal Gewerbe B. Wenn die Leute das so wünschen, dann sollen die das auch bekommen. Jo, da ein Fußweg rüber vielleicht. Komm, da kriegt ihr einen Fußweg rüber. Ich glaube, das ist sinnvoller, als wenn das Gebäude da steht. Oh, ich habe beide abgerissen. tut mir leid. Jo. Aber Fußwege sind einfach wichtig, so. Die Leute müssen mehr laufen, müssen angeregt werden zu laufen. Gerade weil es hier so schön ist, wie sieht es denn aus mit den Freizeitaktivitäten? Da oben haben wir natürlich keine, aber ihr bekommt mal so einen Park dahin. Vielleicht hilft es ja mal was. Kann ja sein, dass die sich freuen, da im Bürogebiet. Wobei da eh wenig verkehrstechnisch ist im Bürogebiet. Das finde ich interessant. So, hier staut sich schon wieder im Ortseingang. Warum nutze ich diese Ausfahrt? Weil wir da keine Auffahrt haben. Warte mal, von hier nach da rein haben wir, aber von da nach hier rein nicht. Das wird, denke ich, aber nicht das Problem sein. Ich glaube einfach, dass das nicht so... Naja. Die sollen sich ein bisschen mehr verlagern, würde ich mal behaupten. Aber ich bezweifle mal, dass sie auf mich hören, wenn ich das sage. Wie wäre es denn, wenn ihr eure eigene Auffahrt bekommt? Irgendwo. Wobei, oder wenn wir das einfach verbinden mit unserem nächsten
für die nächste Gebietserweiterung, der hat auch bald ans Dead. Wir haben ja wachsende Bevölkerung und wir haben auch Platz für wachsende Bevölkerung. Dann könnten wir uns damit dann theoretisch dieses Gebiet kaufen und dann damit mehr oder weniger erfolgreich das Ding ja wieder unter Wasser setzen. Also wir haben echt Ebbe und Flut und so ein Zeug, das ist schön. Ich glaube, der ist mehr oder weniger sinnlos, der Jetski-Verleih, aber er ist schön und da können Leute auch parken. Vor allem ungebildete Erwachsene, die nicht wissen, dass da ein Wasser ist, das ab und an mal hoch und runter geht und dann da irgendwas mitnimmt. Naja. Da die Restaurant, der aber gut läuft. Das ist schön. Haben sie einen Hashtag schwarzen Ledergeldbeutel verloren? Ach, den kennen wir auch schon. Jo. Die Gesundheit ist jetzt viel, viel besser geworden. Nee, das ist die Gesundheit. Die ist wunderbar geworden. So. Können wir denn eigentlich mal... Können wir irgendwelche tollen Sachen machen? Irgendwelche Richtlinien erlassen oder sowas? Was gibt's da Schönes? Bildungsschub, Freizeitnutzung, kostenloser Nahverkehr. Die Schule ist aus. Nö. Harte Gefängnisstrafen. Ist mir eigentlich auch egal. Besteuerung ist mir eigentlich auch egal. Stadtplanung. Nicht mit mir. Kein lauter Lärm. Fahrrad, Bahn auf Gehsteigen. Verbiete die Benutzung von Fahrrädern auf Gehsteigen. Nö. Erachte ich alles nicht als sinnvoll. So, was haben wir da eigentlich noch für Sachen? Was bist du hier? Freizeit. Ah, okay. Was bist du? Stadtviertel. Haben wir nicht so viele gemacht. Außer die öligen Aale. Naturrohstoffe. Na, ist es egal. Bodenrichtwert. Ja, es ist eigentlich auch ganz schön. Lärm ist halt irgendwie da nicht so der Burner. Und da auch nicht. Und da ist halt voll laut. Aber es ist auch Wurst. Verschmutzung ist auch in Ordnung. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir baldigst. Und ich richte meine Buslinie hier ein. Komm. Wobei. Das Gebiet bekommen wir dann komplett. Wir könnten die U-Bahn darüber zimmern. Das machen wir jetzt mal. Wobei, das würde ich auch erst, wenn ich es dann da oben mit verbinden kann. Ich warte einfach mal mit am besten. So, dann kann ich vielleicht eine Buslinie nach darüber ziehen und dann. Ich glaube nämlich, wenn wir das Gebiet da oben haben, da können wir da relativ viel mit anfangen. So, das sieht alles schön aus. So viel ist da auch aktuell nicht los an der Haltestele. Das ist alles ganz angenehm. Das ist alles in einem Rahmen, in dem sich ein solches... Das sieht auch schön aus. Also es funktioniert soweit alles. Das finde ich in Ordnung. So, der Güterbahnhof, schauen wir mal nach dem hier. Da ist aber auch jetzt ordentlich viel Verkehr. Also die Autobahn in die Richtung statt auswärts, die ist echt, da müssen wir schauen, dass wir eben den Teil ebenfalls genutzt bekommen, dass die Leute auch hier rumfahren. Weil das hier wird langsam echt, langsam. Ja, weil die eben alle die Autobahn nutzen, um von hier nach da zu kommen. Jo. Was können wir denn tun? Den roten Bus beim Fahren zu gucken in der Kolonne. Schön. 6 Leute, du hast 4 Leute. Lohnt sich. Daumen nach oben dafür. So. Also der Jetski-Feller, der ist einfach toll. Es kommt die nächste Flut und er ist wieder weg. Einfach eine Pracht. So, wann haben wir denn den nächsten Aufstieg? 36.000. Jo, die bauen alle fleißig Häuser, das gefällt mir. Wie können wir es denn noch attraktiver machen, bei uns zu wohnen? Indem wir vielleicht mal die Steuern senken für die Wohngebiete. Gering besiedelt und von mir ist auch dicht besiedelt. Das sind zwar unsere größten Einnahmequellen und zwar bei weitem die größten Einnahmequellen. Aber hey, man muss aber mal ein bisschen was hier. Man muss den Bürgern mal ein bisschen was zurückgeben. Ganz einfach, wenn die Stadt wächst. Muss man den Bürgern was zurückgeben und ich war auch vielleicht in dem Falle mal direkt an Geld. Schade, dass sie hier keinen Nahverkehr haben. Kein ÖPNV an der Stelle, aber egal, was bist du hier? Was bist denn du da Sinnloses und was macht ihr da eigentlich? Ihr wechselt damit aber nicht die ganze Zeit nur die Autobahn, oder? Nein, da hat sich eine Ampelkreuzung gebildet. Finde ich nie so toll. Warte mal, wenn ich einmal Pause hier. Jo, Das müssen wir mal anders machen hier. Jo. Wenn wir den Teil da löschen, dann bekommen wir da keine Ampeln. Und der Teil von der Seite aus, der kann von mir aus gerne auch hier oben auffahren.
So. Sollte das Verkehrsproblem, denke ich, etwas beheben. Leute, ihr sollt dann nicht die Autobahn wechseln. Und für alle, die das gerne wollen, baue ich da mal so einen Autobahnwechsler ein. Habt da sonst nichts zu tun, Leute, gell? Ist da eine Pracht. So. Zack, und dann einmal hier. Gehfälle. So, warte mal. Kommt denn mal ohne Anknüpfen? Klappt das? Warte mal, was hat da? Das klappt doch. Dann habt ihr hier nämlich so einen wunderschönen Wechsel. Da könnt ihr da einmal die Autobahn wechseln. Das braucht ihr nämlich da vorne da nicht machen. Das ist nämlich echt unglaublich ineffektiv. Nutzt ihn eigentlich jemand so generell? Hallo? Nee, aber sieht schön aus. Och Mann. Ihr dürft da nicht rumfahren. Das verbiete ich euch. Aber, ach gut, die ersten nehmen den schon. Das heißt, den Teil haben wir jetzt ein bisschen gelöscht. Es wird auch besser mit der Dauer. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann halt nicht. Doch, das wird besser. So. Und wenn wir da noch ein bisschen Nahverkehr anbinden, dann bekommen wir auch tendenziell etwas weniger Verkehr. So, das brennt da. Müllberge. Beides mit der Müllversorgung ist ja eigentlich in Ordnung. Also eigentlich. Oder bekommt ihr jetzt auch eure eigene Auffahrt? Eigentlich könntet ihr noch eure eigene Auffahrt gebrauchen, weil hier ist eh nicht viel los. Die Frage ist, wo knüpfen wir die an? Hier, oder? Da ist eh nicht viel los. Gut, dann machen wir das. Hier, Ort ist bereits belegt. Wo ist denn der Ort bereits belegt? So. In einem Winkel, in dem das auch adäquat wäre. So. Zack und zack und zack und Gefälle zu steil. Da machen wir ein bisschen kürzer, wenn du willst, Kollege. So, und dann kommt er auch da hoch. Wunderbar. Da habt ihr zwar hier eure eigene Autobahnanbindung. Die kommt dann auch hier rüber. Das ist auch nicht schlecht. Dann entlasten wir generell. So, wie sieht es denn mal generell aus mit dem Verkehr? Die Straße ist unterdimensioniert. Würde das was bringen, die abzugraden? Auf eine... sowas. Vielleicht bringt es ja was. So, dann haben wir das. Hätten wir das etwas entlastet? Na, schauen wir mal. Auf der großen Übersichtskarte. Wo ist es denn noch rot? Hier ist es enorm rot. Aber das kann ich ja leider nicht ändern. Einfach aus dem Grund, weil wir sonst komplett Verkehrsprobleme haben. So, das wird eher so medium genutzt, aber es ist in Ordnung. Ja, das ist auch nicht so toll hier, aber was willst du tun? Wir könnten die Auffahrt verlängern. Ich würde sagen, wir verlängern diese Auffahrt. Warte mal, hier und zwar... zack, und einmal raus hier. So, und dann einmal... einmal nach hier und einmal nach da. Und einmal nach da. So, das ist voll schön und sinnvoll bestimmt. Damit ist schon mal ein bisschen der reinfließende Verkehr ein bisschen eingedämmt. Und dich binden wir da auch mal direkt an. Für den Fall, dass jemand raus möchte. So. Das mache ich auch mit Absicht durch Einbahnstraßen, weil dann könnt ihr mich nämlich nur in die Richtung da rausfahren. So. Ich hoffe mal, das wird besser. Und wenn nicht, dann ist halt schade, ne? Was waren die aber alle nach da vorne? Ich baue da mal so eine... warte mal. Das machen wir noch ein bisschen schöner hier. Und zwar, ich baue da mal eine schöne Ausfahrt. Nicht sowas. Sondern sowas Schönes. Was Schönes heißt... so. Dann machen wir hier nochmal den Bipfel da weg. Und dann haben wir da... ist zwar auch voll sinnvoll von der Straßenführung her. Wobei, komm, das machen wir nochmal. Also es wird rege genutzt. Das finde ich interessant. So. Voll sinnvoll, ey. Aber somit können wir wirklich den reinfließenden Verkehr da um einiges dämmen. So. Hoffe ich mal. Wobei, dann kommen die sich da in die Quere mit den rausfahrenden Autos. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Aber so, mit so vielen Abfahrten wie möglich haben wir halt den Vorteil,
dass sich das nicht alles an einem Stück bündelt, sondern dass sich das ein bisschen verteilt. Und wenn wir dann später das Gebiet hier drüben haben, oh, Wasser, haben wir auch eh den Vorteil, dass wir da nicht so viel, nicht so viel Verkehr auf einem Fleck haben. So, wo könnten wir nochmal Bürogebiete ausweisen? Machen wir das halt da im Wohngebietsteil. Das ist uns auch Wurst. Wenn ihr das wollt, liebe Leute, dann arbeitet direkt vor eurer Haustür. Soll mir auch recht sein. So, das ist nicht so gut genutzt. Das ist auch in Ordnung so. Dafür fließt da alles raus und rein. Aber dafür haben wir jetzt hier verschiedene Abbiegespuren für die einzelnen Richtungen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Das macht das hier, das ganz leger, und die einzelne Auffahrt hier, das wird eben vereinzelt genutzt, ebenso wie ich das auch vorgehabt habe. So, unser Wechsler, was macht der? Hat sich da auch alles entspannt. Finde ich schön. Weil entspannt ist das alles ganz gut, wenn das nämlich alles so angespannt ist, dann ist das angespannt. Und Leute, die angespannt sind, die zahlen nicht so viele Steuern. Oh, das ist schön, oh, das ist schön. So, was macht eigentlich meine einzelne Autobahnbrücke da? Die ist ja voll schäbig eigentlich. Ist egal. Ey, das ist so unglaublich sinnlos. Und die fahren jetzt alle hier raus. Das nutzt jetzt wirklich nur noch die, die da wirklich hin müssen. So. Heißt, wir haben da wieder zu viel Verkehr. Das heißt, wir könnten, nutzen die das denn überhaupt? Wir könnten euch auch hier direkt da anbinden. Warte mal. Autobahn. Ne, wobei, Ausfahrt. Nehmen wir da eine Ausfahrt. So. Für den Fall, dass sie vom Güterbahnhof dahin wollen. Und ich würde sagen, das graden wir mal auf eine vollwertige Autobahn auf. Weil ich glaube nämlich, dass das gut und sinnvoll ist. So, ab da können wir dann dünnen Verkehr, aber für die, die halt vom Güterbahnhof dahin wollen, die können so fahren und, ja. Ist, hoffe ich mal, ganz angebracht. So, dann entspannt sich das da, denke ich, ein bisschen. Wobei das auch nicht so das 9+Ultra ist. Wobei das fließt jetzt schöner. Das fließt jetzt besser und die bleiben trotzdem alle stehen. Mist. Wenn ich das erst da anbinde. Ich weiß, ich mache jetzt hier so ein bisschen Zeugoptimierung, aber das muss einfach sein. So. Auffahrt. Nein, nicht upgraden. Freie Straßenform nach. Da nach. Kurz nach da rüber und dann da runter. Jo. Vielleicht hilft's ja was. Wenn die nämlich zuerst weg sind und dann neue dazukommen, dann sollte das eigentlich nicht so schlimm sein. Denke ich mal. Und da der eh relativ viele dorthin wollen, und das irgendwie kein Mensch nutzt, aber es ist mir Wurst. Wobei es ist eh voll sinnlos, da so zu fahren, aber hey. Doch, da fährt einer. Ach süß, Müllwagen. Dann haben wir schon mal eine Strecke für unsere Müllwagen geplant. Das ist, kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass er eine Strecke für Müllwagen hat. So, das ist, das fließt, das ist in Ordnung, auch wenn es da ein bisschen langsam geht, aber das, dann fahren die langsam, bis sie einfahren. Die fahren aber auch echt blöd hier. Meistens sind die Leute, die gleich sofort auf die linke Spur wollen. Das sind mir die allerliebsten hier. So, da kommt es immer noch zu Staus. Schön. Das ist einfach schön. Einfach, weil die alle sofort ganz links rüber wollen. Krieg ich euch eben in der Mitte angebunden. Ich will da gar nicht runter. Nur mal testweise. Kann das da runter? Nur so eigentlich. Kann das so da runter? Nur anscheinend nicht. Schade. Ja gut, das Problem ist halt, dass das hier unsere stadtausgehende Verbindung ist. Und da ist halt dementsprechend viel los, ne? Die kriegen wir auch nicht gescheiter dorthin. Ne, kriegen wir nicht. Naja. Es sei denn, wir würden die dahin anbieten, aber das wäre auch nicht so toll. Oh, wobei, das entlastet jetzt alles ein bisschen. Das ist schön. Naja. Mehr oder weniger schön. Eher weniger als mehr schön, aber hey.
So, die Ölpumpen haben wir eh schon viele gehabt, Kollegen. Da braucht ihr euch gar nicht neu und künstlich drüber aufregen. So, jetzt hoffe ich mal, dass das hier einigermaßen hinhaut. Wenn nicht, dann ist es schade, aber egal. So, der Park ist... ja... wird so medium genutzt, aber ist in Ordnung. Was haben wir denn hier denn überhaupt ausgewiesen? Da ist gar nichts. Naja, okay. Man muss auch mal ein bisschen Freiflächen haben. Man muss ein bisschen Grün haben, ansonsten ist es auch ein bisschen blöd. Jo. Dann würde ich sagen, war es das aber auch erstmal für heute. Für die heutige Aufnahme. Ich sag einmal tschüss und verabschiede mich aus dieser Aufnahme. Das war jetzt halt mal nicht so viel am Stück, weil sonst ich bin echt müde. Naja. Ich sag tschüss, sonst schlafe ich euch gleich noch hier vom Mikrofon ein und quatsch bloß langweiliges, langsames Zeug. Interessiert auch wirklich keinen. Egal. Sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs dabei sein und ich darf es nicht vergessen zu speichern, sonst geht das den Bach runter. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.